Wie schön, Sie wieder bei uns zu sehen, Mr. Wick. Jetzt endlich startet wieder ein Film für Männer, also das ideale Kontrastprogramm zu 50 Shades of Grey. John Wick 2 kommt in die Kinos. Du musst das für mich erledigen. Nein, ich habe mich geändert. Manche Dinge ändern sich nicht, John. Ich kann nichts für dich tun. Du kennst die Regeln. Wenn du nicht lieferst, wird es Konsequenzen geben. Der Auftragskiller John Wick hat sich etwas rar gemacht und spätestens seit dem ersten Teil weiß man, man darf sich nicht mit ihm anlegen. Man sollte definitiv nicht seinen Hund töten oder man sollte definitiv nicht sein Auto klauen, weil das gibt Ärger. Auf dein Leben sind 7 Millionen Dollar ausgesetzt. 7 Millionen Dollar sind ein Haufen Geld, John Wick. Ich schätze, du musst dich entscheiden. Entweder Krieg oder du gibst mir einfach eine Waffe. Hätte bitte jemand die Gnade und reiche diesem Mann eine Knarre. Lass uns gehen. Der Abstieg zur Hölle beginnt hier, John Wick. Earl begleitet dich. Nimm dich in Acht auf dem Weg nach unten. Oh, und nicht vergessen. Du schuldest mir was. Du willst nicht, dass ich dir was schulde. John Wick wird wieder gespielt von Keanu Reeves und John Wick war letztendlich das Comeback von Keanu Reeves. Mich hat der erste Teil damals extrem überrascht. Einfache Handlung, aber extrem geile Action. Diesmal kämpft John Wick aber auch nicht ganz alleine, sondern er hat einen Freund an seiner Seite und der wird gespielt von Lawrence Fishburne. Kreditorenabteilung, was kann ich für Sie tun? Ich möchte eine Forderung eintreiben. Name des Schuldners? John Wick. Der Auftrag ist jetzt international. Du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Jetzt gib diesem Mann doch bitte eine Knarre. Nach dem Motto, leg dich nicht mit John Wick an, weil das kann Probleme geben. Du lässt dich mit dem Teufel ein. Er nennt es nicht Rache, sondern Gerechtigkeit. Der erste Teil hat wirklich damals im Kino überrascht und über 500.000 Besucher gemacht. Das ist für solch einen Film extrem viel. Keanu Reeves hat die Rolle auch sensationell gut gespielt. Die Geschichte war sehr einfach. Er verlor den Hund, das Auto wurde geklaut und er hat sich gerecht. Und das ist ein Grund, einfach in John Wick 2 zu gehen. Weil es braucht keinen wirklichen Grund, um gute Action zu machen und John Wick hat davon extrem viel. An mir soll's nicht scheitern.